Freue mich, liebe Sandra, das ist das erste der Gespräche zu Gott 9.0, dem Buch von Marion Küstenmacher, von Tillmann und von Werner Tiki Küstenmacher, das ja vor rund 10 Jahren erschienen ist. Und da freue ich mich, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir hier heute Abend drüber zu sprechen, dass wir gemeinsam über dieses Buch sprechen können. Denn das ist ja ein ganz wesentliches Buch. Ich habe mir deinen Lebenslauf vorher natürlich auch angeschaut, finde ihn ganz spannend. Und meine erste Frage an dich wäre einfach mal, wie bist du denn dazu gekommen, Theologie zu studieren? Ja, danke, Jörg. Erstmal danke für deine Einladung. Danke für die Möglichkeit zum Gespräch. Ich bin gespannt, was rauskommt. Theologie, ja, im Nachhinein weiß ich auch nicht mehr so genau, wie ich denn auf diese Idee gekommen bin. Denn wenn man dann im Pfarramt ist und feststellt, dass das Pfarramt ja vielleicht nicht so ganz die ideelle Berufswahl war für einen, zumindest nicht mit allem, was drum und dran hängt, dann fragt man sich schon hinterher, warum denn dann ausgerechnet Theologie? Man hätte ja auch Philosophie studieren können oder sowas ganz Ähnliches. Ne? Ja, ich glaube, es war vor allen Dingen der Beruf. Allerdings hatte ich nicht wirklich eine Vorstellung davon, was der Beruf alles beinhaltet. Und ich hatte auch keine wirkliche Vorstellung, was die vorwiegende, sage ich mal, religiöse Prägung der Leute ist, mit denen ich dann in den Gemeinden hauptsächlich zu tun haben werde. Und das war für mich, glaube ich, einer der ja interessantesten Erfahrungen hinterher dann so, vor allen Dingen schon im Anschluss im Studium natürlich dann also nach meinem Entschluss, aber vor allen Dingen hinterher in den Gemeinden dann einfach, also festzustellen, dass hier eine ganz andere irgendwie Art und Weise ist, über Glauben und über Gott und alles nachzudenken, als ich das eben gepflegt habe und heute pflege. Ja. Das heißt, es gab also eine große Differenz zwischen dem, was du dir vorgestellt hast, und dann der Realität. Also ich habe erstmal großen Respekt vor jedem, der im Pfarramt ist, denn das ist heute eine unglaubliche Managementaufgabe, die ja dann auch wirklich mit Verknappung von Ressourcen zu kämpfen hat, mit immer weniger Geld, mit immer weniger Gläubigen, mit immer weniger Menschen, die sich engagieren. Das ist schon, denke ich mal, in den großen Kirchen nicht so einfach. Insofern, da ziehe ich den Hut vor jedem, der sich das traut, der das tut, und denke auch, dass das etwas ist, was die Menschen da an den Rand bringen kann. Ja, dann kann ich es gut verstehen, dass du das nicht weiter fortsetzen möchtest oder wolltest. Ich habe auch gesehen, dass du in Tübingen studiert hast, in Minsk und in Hamburg, und auch die orthodoxe Theologie, was ich ja ganz spannend finde. Denn evangelisch und orthodox, das scheinen mir so zwei Welten zu sein. Die gute Sabine Bobert hatte mal in einem ihrer Videos gesagt, dass es eigentlich mehr so wie der Permafrostboden in der Tundra ist mit der Orthodoxie. Die haben ihr Glaubenssystem aus den letzten 1200 Jahren sozusagen tiefgefroren und pflegen das immer noch. Welche Erfahrung hast du da gemacht? Ich finde das sehr spannend, gerade Minsk als Frau in der orthodoxen Kirche. Das ist vielleicht nicht so einfach gewesen. Ja, ich möchte es gerne nochmal mit einer anderen Antwort vielleicht auf deine erste Frage verbinden. Also ich glaube, was mir wirklich wichtig war, immer schon, war eben die Frage nach dem Sinn des Lebens. Also das ist so meine zentrale Lebensfrage. Und ich war vermutlich sehr unbefriedigt mit dem, was die evangelische Theologie mir da als Antwort gegeben hat. Also irgendwie hat mich das nicht richtig zufriedengestellt, was die mir da gesagt haben über den Sinn des Lebens. Und ich habe mich gefragt, vielleicht gibt es ja auch noch mal andere Art und Weisen, diese Frage zu beantworten. Und ja, ich hatte vermutlich auch schon immer so einen leicht mystischen Zugang einfach, also so eher Gott als ja, ich sag mal, als Atmosphäre, als Sein insgesamt, so irgendwie als Wirklichkeit. Das war immer schon gleichzeitig gegenüber, aber ich hatte jetzt zum Beispiel nie so eine ganz evangelikale irgendwie Beziehung zu Jesus oder so. Das hat mir von Anfang an irgendwie gefehlt. Insofern fand ich es sehr spannend, mich mit der Ostkirche auseinanderzusetzen, weil bei denen eben die Tradition
der Mystik noch ganz, ganz stark einfach ist und ja, die auch einfach ein ganz anderes theologisches Denken haben. Ich muss prinzipiell sagen, dass ich auch den Entschluss der Theologie eigentlich interessanterweise durch die orthodoxe Theologie gefasst habe. Ich habe einfach sehr viele Bücher während meiner Schulzeit irgendwie zufälligerweise gelesen über irgendwelche orthodoxen Priester und ich fand es immer faszinierend, was die so gemacht haben. In Weißrussland hatte ich auch ein ganz großes Glück, muss ich sagen. Also man kann das heute, so wie ich das gemacht habe, gar nicht mehr studieren. Ich hatte da irgendwie ein Zeitfenster mehr rausgesucht, wo es eine ganz spannende Entwicklung gab. Normalerweise dürfen ja Frauen im ganzen orthodoxen Bereich quasi eigentlich gar nicht auf Priester studieren oder so, weil es ja keinen Sinn macht. Es gibt ja keine Priesterweihe. Und es gab dort in Minsk eben die relativ einzigartige Entwicklung, dass dort an der staatlichen Universität, im Gegensatz zu sonst fast allen Ausbildungsstätten für Priester oder Priester, ja, also Diakone, ist eigentlich immer alles ist kirchlich, ja, in kirchlichen Händen. Und in dem Fall war es in staatlichen Händen und deshalb, weil im Staat eben die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau wirklich gilt, mussten die Frauen auch zugelassen werden. Und deswegen durften dort auch die Frauen studieren und haben auch wirklich, also 50% ungefähr, 50-50, waren es auch Frauen. Und das war doch sehr spannend, das zu erleben. Im Hintergrund auch einfach, die haben ja keine Berufsperspektive quasi und machen das aber trotzdem. Das war schon sehr, sehr, ja, einzigartig. Und jetzt gibt es die auch in der Form nicht mehr, diese Ausbildungsstelle. Das heißt, das ist leider auch schon, ja, vorbei. Und hast du das große Glück gehabt, in die Orthodoxie hineinschnuppern zu können, sozusagen, oder dich intensiv damit beschäftigen zu können. Ich weiß ja, dass die griechische Orthodoxie auch keine Frauen zulässt, noch nicht mal reinlässt irgendwo. Und das finde ich wiederum sehr spannend. Was ist denn für dich so, dass das Kernthema dieser orthodoxen Theologie oder was ist für dich die Kernerkenntnis, die du aus dieser Zeit in Minsk gesammelt hast, für dich jetzt auch für deinen Glauben? Also ich glaube, es waren verschiedene Dinge, aber einmal die erstmalige Begegnung so mit kontemplativer östlicher Praxis, also Jesusgebet, Herzensgebet und doch die hohe Bedeutung, die dem zugemessen wurde oder überhaupt die Bedeutung einfach für Gebet und also nicht nur ab und zu mal, sondern wirklich regelmäßig im Gebet, also was wirklich so als Praxis eben gepflegt wird. Und damit verbunden eben tatsächlich auch der Gedanke, dass Gebet schon irgendwie auch verändert, also dass Gebet tatsächlich das Denken und auch das Wesen von einem Menschen verändern kann. Und also die Hoffnung und der Glaube, dass ein Mensch sich auf diesem Weg zumindest tiefer irgendwie mit dem Göttlichen verbinden kann, also andocken kann, dieses Göttliche. Und es ist halt tatsächlich so, bei ihnen steht halt die Theosis, also die Gottwerdung, also die deutsche Übersetzung ist so ein bisschen unglücklich gewählt eigentlich, also Vergöttlichung könnte man sagen, klingt auch alles irgendwie so, wie wenn sich jetzt jemand an die Stelle Gottes setzen möchte, aber es geht ja eigentlich um die Erkenntnis dessen, dass unser Inneres eben göttlich ist. Also und die Theosis, die wird sozusagen sichtbar bei sehr großen Heiligen, indem man einfach sieht, die haben es wirklich voll und ganz verstanden. Ja, also es ist eher so ein Bewusstseinsprozess vielleicht, der dann irgendwann mal zu diesem nach außen leuchten und so zu dieser Heiligkeit führt oder so. Aber also deswegen Orthodoxe haben natürlich überhaupt keine Hemmung mit Heiligenverehrung. Das ist einfach für die total wichtig, weil an diesen Heiligen sieht man ja sozusagen, was alles möglich ist. Es ist einfach nur schön. Also es ist schön, Heiligen anzuschauen, weil der leuchtet und der ist einfach wunderschön. Und das ist jetzt nochmal ein Thema, was einfach unter Orthodoxie eine ganz große Rolle spielt. Tatsächlich ist die Schönheit. Also ich weiß nicht, Dostojewski zum Beispiel ist da eben so ein ganz typischer Vertreter. Der meinte ja in einem seiner Werke, also Schönheit rettet die Welt. Ja. Und damit hat er es eigentlich getroffen. Also was, glaube ich, so ganz tief, also zumindest in der russisch-orthodoxen Kirche zugrunde liegt. Das Schönheit rettet die Welt und
Du hast ja auch ein weiteres Buch noch oder ein Buch geschrieben, Die drei Gesichter Gottes. Und da verweist du ja auch auf die MTP-Methode von der Sabine Robert im Mental Turning Point. Und sie empfiehlt ja auch, dass man praktisch permanent betet, permanent seinen Satz aus der Bibel wiederholt. Ich tue das jetzt auch seit 5 Jahren. Und es ist schon sehr, sehr spannend, das wirklich zu tun und zu erfahren, wie sich halt die Wahrnehmung steigert, wie die Glückseligkeit dann auch mal in einen hineinfließen kann, was auch sehr schön ist, aber zu viel Glückseligkeit hindert beim Autofahren. Insofern muss man da aufpassen, wann man das macht. So, ja, ich kann das also nur voll und ganz unterstützen und auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, der in der evangelischen Kirche so jetzt nicht vorne steht. Da habe ich mehr das Gefühl, dass es der Dienst ist, ja, und dass auch das Wissen ist. Und da sind wir dann natürlich jetzt auch hier beim Thema unseres heutigen Abends, beim Buch Gott 9.0. Und du siehst, ich habe ja auch schon ein bisschen drin gearbeitet und auch ein paar Mal gelesen. So, das ist, um die geneigte Zuhörerin oder Zuseherin und die Zuseher mal mitzunehmen. Es gibt also verschiedene Werteebenen, die wir je nach Umwelt durchlaufen in unserem Leben, und je nach Werteebene bleiben wir stehen. Das heißt, es sind insgesamt 9, die derzeit bekannt sind. Die 4. ist dann, da geht es um Ordnung, Struktur, Hierarchie. Und die 5. ist dann sehr materielles Denken, wissenschaftliches Denken, rationales Denken und Handeln, wo auch dann praktisch die Religion zurücktritt, wenn nicht sogar ganz verloren geht, und auf der 6. Ebene, die nur recht relativistisch ist, nach innen wieder geht, menschenbezogen ist, da kommt es dann eben wieder. Und damit haben wir, wenn wir die anderen Stufen auch mal auslassen, einfach einen, haben wir ja diesen Transformationsweg eigentlich vorgegeben. Ja. So, das heißt, wir haben hier ja eigentlich eine Modellvorlage und müssten dann eigentlich sehen, okay, jetzt bin ich hier in der Kirche, was müsste ich als Kirche denn jetzt machen, damit die Leute bei mir bleiben, wenn sie auf die nächste Werteebene gehen. Ja, wenn sie aus diesem traditionellen Glauben eigentlich rauskommen, weil sie jetzt auf einmal materialistisch denken, ihre Ausbildung, ihr Studium abgeschlossen haben, Geld verdienen müssen oder auch wollen, logische, realistische Entscheidungen treffen müssen, im Wettbewerb stehen, auch mit anderen jungen Leuten, um gute Position, und eigentlich gar nicht mehr den Kopf haben und dann die Frage stellen, okay, wo ist denn der Lackmustest für Gott? Ja, zeig mir doch mal. Beweis mir doch mal, dass es Gott gibt, ist, glaube ich, die klassische Frage auf dieser 5. Ebene. Das heißt, jetzt habe ich einen großen Bogen aufgemacht. Für mich ist dann das Besondere an diesem Buch, dass es eigentlich dann eher mit der Orthodoxie in Übereinstimmung ist, wenn man am Ende so einen Heiligen stehen hat, am Ende dieser Entwicklung. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie die Orthodoxie das beschreibt. Die sagt, okay, der Prozess hat diese Stufen, das geht jetzt so und so. Oder ist es auch etwas, was eigentlich dann eher die Gnade Gottes ist, das unverdiente Erbarmen, das jemand geschenkt bekommt, damit er dann am Ende ein Heiliger ist? Oder sagen die, nee, du musst also diese Voraussetzung erfüllen, jetzt machen wir das. Ich habe auch dieses Buch, dieses Tagebuch eines Pilgers gelesen, fand ich auch sehr spannend. Und wie siehst du das? Was macht die Orthodoxie da? Ist die da einem Transformationsprozess, einem Entwicklungsprozess näher? Also jein, das ist wirklich, da muss man vielleicht wirklich 2 verschiedene Antworten geben, fast schon. Also auf der einen Seite nein, weil, also du hast ja gerade die orangene oder die rationalistische Ebene angesprochen, ja, und tatsächlich ist es ja so, dass die Aufklärung, so wie sie zumindest bei uns gelaufen ist, ja, jetzt zum Beispiel in Russland ganz anders stattgefunden hat. Und deswegen ist natürlich auch die Kirche da ganz anders, sage ich mal, auch bis heute, in ihrem Denken einfach. Also, und ihre Werte sind auch andere.
Und man muss wirklich sagen, wenn man sich den Großteil jetzt der orthodoxen, ja, ich sag mal Gemeindemitglieder, aber auch Geistlichen anschaut, dann ist es eigentlich so, dass da schon fast, also wir haben da viel mit magischen, purpurnen Elementen zu tun, vielleicht auch noch sehr viel Traditionelles, also Blau, ja, aber Orange ist da eher so im Kommen, also das habe ich auch an der Universität erlebt, dass es eben zum Beispiel dieses Menschen dazu zu erziehen, selber zu denken, ja, also das, was ja eigentlich das Kernanliegen der Aufklärung war, das habe ich wirklich nur in Ansätzen, ich glaube, bei zwei Professoren leicht abspüren können, dass die also die Intention auch wirklich hatten, dass ihre Schüler nachher als eigenständig denkende Persönlichkeiten da rauskommen und dass sie eben nicht einfach irgendwelche vorgegebenen Inhalte wiederholen und dann ihren Gemeindemitgliedern auch vorsetzen, so wie wenn es sozusagen so ja, irgendwas wäre, was man eben auswendig lernt, wie das ABC, und dann gibt man das von oben quasi hierarchisch nach unten weiter. Ja, das ist so das eine. Also wo ich jetzt sagen würde, da will ich auch nicht glorifizieren. Also da gibt es wirklich einfach auch noch Punkte, wo ich merke, also da muss auch die orthodoxe Kirche, muss da sich weiterentwickeln einfach. Nicht unbedingt wie wir, das will ich gar nicht sagen. Also ich finde, es gibt ja auch wahrscheinlich nur die eine Aufklärung, aber also Rationalismus finde ich schon irgendwie wichtig. Also dass man irgendwann mal lernt, ja, selber einfach zu denken, das ist ja irgendwie auch ein Geschenk. Also, und es ist ja auch total wichtig, für den Entschluss schlussendlich auch diesen Glaubensweg wirklich selber gehen zu wollen. Also nicht den zu gehen, weil das irgendjemand mir mal gesagt hat, dass das irgendwie sinnvoll wäre, sondern das wirklich aus eigenem Entschluss zu sagen, ich gehe jetzt los. Und die großen Heiligen natürlich, die sind jetzt auf der anderen Seite, ne? Die gibt es natürlich auch, diese ganz wenigen, die haben das natürlich auch gelernt, ja. Die haben ja nicht irgendwie das von irgendwem gesagt gekriegt, dass sie plötzlich raus sind im Wald und sich gesagt haben, ich muss jetzt da 10 Jahre lang wohnen oder so. Das war ihre eigene, sage ich mal, Entschluss. Und die haben sich dann natürlich wirklich entwickelt auf eine sehr teilweise harte Art und Weise. Ne? Also Serafim Sarovsky gibt es, der ist sehr bekannter Staritz, und der hat also sehr lange im Wald gelebt und hat, glaube ich, mit sehr viel, ja, Dämonen und Engeln sozusagen in seinem Innern gekämpft und ist dann sehr verwandelt da rausgekommen und hat sehr vielen Menschen im Nachhinein geholfen. Also geholfen in dem Sinne auch einfach mit ihren eigenen Dämonen und Engeln umzugehen wahrscheinlich. Und er hat auch, ja, also er hat auch sehr viel Fähigkeiten dadurch einfach erworben, Menschen sehr tief zu verstehen und ihnen effektiv helfen zu können. Also was in der Orthodoxie auch wichtig ist, ist immer so der Gedanke der Medizin. Also die Botschaft des Evangeliums wird eher als Medizin verstanden, als Weg zur Heilung, also oder zur Ganzwerdung. Ja, ja, ja. Finde ich auch, dass dieses Orthodoxe eigentlich schon zum Integralen eigentlich fast besser passt, wie jetzt, ich sag mal so, wie die typische Rechtfertigungslehre der evangelischen Kirche. Ich will jetzt nicht der Rechtfertigungslehre als Ganze widersprechen, weil ich bin schon auch irgendwie noch sehr tief evangelisch gleichzeitig. Und Gnade allein ist allerdings ist schwierig, wenn man das definiert. Ne? Du lebst ja trotzdem. Also man sagt immer Gnade allein, die Orthodoxen würden sagen Mitarbeit, ja, weil ich bin ja trotzdem tätig jeden Tag, ich mache ja trotzdem jeden Tag irgendwas. Und es geht ja darum, dass dieses Gebet zum Beispiel oder meine Praxis, mein Glauben, mein alltägliches Tun einfach verwandelt, ja. Und das ist ja für ein Evangelischen im Grunde genommen genauso entscheidend, also auch wenn er sich dessen vielleicht nicht klar ist, aber schlussendlich, ich werde dadurch nicht gerettet, ja, aber ich werde vielleicht dadurch glücklicher. Mhm. Und vielleicht mache ich auch andere Menschen dadurch glücklicher, wenn mein Glaube mich wirklich glücklich macht. Also, wie wenn ich halt eben nur einfach sage, ja, es steht hier. Ne? Was ich oft halt erlebt habe, was ich sehr traurig finde, ist natürlich, wenn man Menschen einfach sowas erzählt hat, in der Familie zum Beispiel, was weiß ich, zum Beispiel, Jesus hat dich von deinen Sünden erlöst, du bist gerettet. Mhm. Aber wenn ich dann die Person selber halt erlebe, also tagtäglich, und ich habe das Gefühl, sie ist einfach ganz tief unglücklich im tiefsten Innern. Ja? Und sie traut sich zum Beispiel nicht, sich ihren Engeln und Dämonen selber zu stellen. Und sie hat auch niemanden, der ihr dabei hilft. Ja? Dann finde ich, da wird ganz viel verschenkt von dem Potenzial, was ja Glaube oder was Spiritualität hätte oder haben könnte. Ja, blockiert diese Rechtfertigungslehre das Ganze?
nicht eigentlich, heißt es nicht dann, dass ich mich eigentlich hinsetzen muss, dass ich warten muss, bis Jesus vorbeikommt und sagt, du bist jetzt errettet, mich dann mitnimmt und ich dann weitergehen kann. Das ist doch eigentlich eine Aufforderung zur Passivität, oder nicht? Ja, bei Luther natürlich nicht. Ich kenne diese ganzen Argumentationen, dass man sagt, ja, dann ist ja das ganze Leben eine Antwort auf diese glorreiche quasi Rechtfertigung, auf dieses Geschenk. Ich habe allerdings trotzdem ab und zu mal einfach blöde Fragen gestellt und die konnte mir auch niemand beantworten. Also zum Beispiel hatte ich dann die blöde Frage, ja, warum stirbt denn der Mensch dann nicht einfach am nächsten Tag? Also wenn jetzt jemand diese Nachricht bekommt, du bist gerechtfertigt, dann habe ich mir gedacht, ja, und dann ist ja das Leben, dann ist ja der Lebenssinn ist ja erfüllt, wenn ich dann einfach nur sprechen muss, ja, danke Jesus, du hast mich errettet, ich bin damit einverstanden. Wozu bin ich denn dann noch da? Also das hat für mich, da fehlte für mich irgendwie noch so, wozu sind wir auf dieser Erde überhaupt und wozu gibt es diese ganze Geschichte, dieses ganze, also diesen Prozess innerhalb ja, der Raumzeit, sage ich mal. Ne? Und das hat sich für mich einfach durch diese schlicht, ich sag mal, es gibt natürlich auch verschiedene Verständnisse von Rechtfertigung, aber ich beziehe mich jetzt vor allen Dingen auf diese, die Orthodoxen nennen das immer juridisch, also im Sinne einer juristischen Sprache, ja, also du bist freigesprochen. So. Diese Theologie, die führt aus meiner Sicht tatsächlich im Grunde genommen zu einer, vielleicht nicht zu einer Passivität, aber doch irgendwie zu einem Stehenbleiben irgendwie auf der Stelle, weil man nicht so recht trotzdem weiß, wo es jetzt eigentlich hingeht und wozu. Ja, genau. Das ist, glaube ich, das Teil dieses Problems auch, dass da einfach die Vision fehlt und die mittelalterliche Vision, dass man am Ende halt eben vor dem Thron Gottes steht und begeistert ihn lobpreist, ist für den modernen Menschen nicht mehr ganz so attraktiv. Insofern sind wir da bei der Frage des Sinns des Lebens halt. Und ich finde dieses Durchlaufen einer von verschiedenen Werteebenen, das sind ja Werteebenen, die durch Lebensumstände erzeugt werden, finde ich dann schon eigentlich durchaus sinnvoller, als wenn jemand sagt, okay, du bist jetzt hier und du bist dazu da, um erlöst zu werden und du bist ein Sünder. Wobei es da ja auch verschiedene Definitionen von Sünde gibt. Ich finde da eigentlich am nettesten die, wo gesagt wird, okay, du hast jetzt den Kontakt zu Gott verloren und dadurch bist du ein Sünder. Ja, also nicht die mittelalterliche, du hast dir gegen Gottes Gesetz verstoßen und darum bist du von Anfang an ein Sünder. Da habe ich auch lange mit gehadert und habe auch keinen Kontakt groß jetzt mehr hier zu meiner evangelischen Gemeinde, weil ich einfach diese Werte da auch nicht wiederfinden kann. Ja, der Sinn des Lebens, das ist natürlich eine schöne Geschichte. Du schreibst ja verschiedene Blogs auch, verschiedene Blogartikel habe ich hier, 3 habe ich mir mal ausgeschrieben. Worum geht es im Christentum? Braucht integrales Christsein überhaupt noch eine Gemeinde? Sag ich mal laut ja. Wie Meditation unsere emotionalen Wunden heilt, da hat der Zen-Meister Genpo Roshi mal gesagt, ich habe 30 Jahre meditiert und bin keinen Schritt vorangekommen. Oder ich habe 30 Jahre gesessen und bin keinen Schritt vorangekommen. Insofern finde ich die Themen gut. Das passt auch sehr schön. Und ich glaube, damit triffst du auch gut so den Zeitgeist. Denn es geht ja wirklich darum, dass viele sich aus ihren alten Fesseln befreien wollen, dass sie vorwärts gehen wollen, dass sie auch die Ideen bekommen, wie Mystik sein könnte aus den verschiedenen Momenten, die ja hier auch im Buch mit beschrieben werden, wenn sie dann mal eins sind, wenn sie im Frieden sind, wenn sie das Gefühl haben, von Gott durchdrungen zu sein oder ihn zu spüren. Und wie bist du darauf gekommen, Blogs zu schreiben? Ist das Selbstausdruck? Was möchtest du so in die Welt bringen damit? Oder möchtest du diese integrale Sache voranbringen? Jetzt hast du sehr schöne Menüs zum Aussuchen. Also im Grunde genommen ist die Tatsache, dass ich jetzt blogge, einfach dem Umstand zu verdanken, dass ich bei meiner ersten Schwangerschaft musste ich liegen. Ah. Und ich hatte ja irgendwie dann nicht so wirklich einen Plan, was man macht, wenn man die ganze Zeit nur rumliegt. Also natürlich liest man auch viel und so, aber man
macht natürlich sich auch viel Gedanken und so, und dann kommen halt auch Ideen, die sonst eher so nicht da sind. Und ich hatte dann doch schon auch sehr, sehr lange schon den Plan, ich weiß, ich glaube, das hat schon in der Schulzeit angefangen, dass ich mal dachte, ich hätte mal gerne eine Homepage, aber damals war das noch so, dass man dann hätte das selber programmieren müssen, alles noch. Und diese Programmiersprache zu lernen und so, und da war ich einfach zu faul, muss ich jetzt im Nachhinein auch gestehen. hätte ich viel früher anfangen sollen, aber ja, lieber jetzt als gar nicht. Ich habe schon immer einfach sehr, sehr gern geschrieben und mich irgendwie mitgeteilt, vor allen Dingen literarisch eigentlich. Und ich habe dann, wo ich da so lag, schwanger seiend, habe ich halt gedacht, ja, irgendwie würde ich so ein paar Ideen, die ich so habe oder was ich interessant finde, würde ich schon irgendwie auch mal gerne mit Leuten teilen. Aber irgendwie war das überhaupt völlig unausgereift noch. Also ich hatte eigentlich nicht wirklich einen Plan, über was ich schreiben wollte. Ich hatte nur so ein paar irgendwie Notizen und so. Und wirklich formiert hat sich das eigentlich tatsächlich erst, und jetzt kommt das Buch, das, um was es eigentlich geht, ins Spiel, als ich über sehr seltsame Umwege auf dieses Buch gestoßen bin. Also ich hatte erstmals von Spiral Dynamics gehört, nämlich, also von diesem Modell, was ja eigentlich dem Buch zugrunde liegt, und hatte das allerdings auch noch nicht gelesen, wusste aber irgendwie, dass es das gibt und dass es mega wichtig ist und so, und dass ich das unbedingt mal lesen will. Und dann habe ich zufällig in der Bibliothek dieses Buch God 9.0 gefunden, und da stand ja irgendwie sowas schon von, dass sich das auf dasselbe Modell bezieht. Und da dachte ich, ach, das ist ja interessant. Und dann noch mit Theologie und so, ach, das musst du mal lesen, habe ich es mitgenommen. War eine tolle Bibliothek, weil es war eine total kleine Stadtbibliothek und das gibt es bestimmt nicht überall, ja, also löblich. Und nachdem ich dieses Buch gelesen habe, ist mir, also ganz allmählich, es hat wirklich Zeit gebraucht, aber ist mir dann doch schon nach und nach irgendwie so klar geworden, dass das eigentlich immens viel erklärt. Also ich fand das einfach, die Kraft, die dieses Buch entwickelt hat, dann viele Dinge hinterher für mich irgendwie einsichtig zu machen, was ich so also was ich einerseits mit den Leuten meiner Gemeinde so erlebt habe oder was es auch an Missverständnis einfach auch gab, wenn man angefangen hat, über Glauben zu reden, sowohl mit ja, mit Gemeindemitgliedern als auch mit eben ja anderen Pfarrern, Kollegen, also damals doch noch Kommilitonen im Studium und so. Das hat sich plötzlich alles so logisch ineinander gefügt. Also ich habe plötzlich irgendwie verstanden, ah, okay, ja, dann war das da mal so, und im Nachhinein, also da tut sich immer noch, also ich finde, es ist so ein Prozess, der dadurch angestoßen wird, der ist eigentlich nie richtig fertig, weil man dann irgendwie plötzlich versteht, dass alles sich eben so entwickelt, man selber auch, und das macht es plötzlich ganz spannend, und es ist nicht mehr so diese Starre irgendwie, also ich gegen die oder die gegen ich oder so. Oder bei uns war das, also ich sag mal, ich komme ja aus der Württembergischen Landeskirche, bei uns war das eben so, die Leute im Oberkirchenrat haben immer sehr, sehr gerne gesprochen von eher liberal, ja, und eher so evangelikal oder eben konservativ. Einfach um die Pfarrer, die sie dann so haben, die sie verteilen müssen, auf die Gemeinden ein bisschen besser verteilen zu können. Also dass die sich dann nicht ganz viel am Platz fühlen. So. Und dann war es zum Beispiel auch so, dass ich auf die Pfarrstelle, auf der ich dann schließlich gelandet bin, auch nur kam, weil die den Wunsch geäußert hatten, offensichtlich bei davor, dass sie doch gerne jemanden hätte, der so ein bisschen liberaler wäre. Also halt kein total... ja, ich hatte eine Nachbargemeinde einfach, und die waren jetzt wiederum sehr, also evangelikal orientiert und wirklich so bibeltreu und ja, also da einfach eine ganz andere theologische Linie. Und das hat wahrscheinlich auch viele gefreut und war für viele passend. Also ich will da jetzt wirklich nichts schlecht machen, aber es hat für manche halt auch nicht gepasst, und deswegen hatten die eben also einfach einen Ausgleich gebraucht oder gesucht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, du hast eigentlich immer einen Eiertanz gemacht, so, wenn ich das so sagen darf, zwischen einer konservativen, blaueren Linie und einer etwas orangeren oder sogar grünen Linie, um bei dem Buch zu bleiben. Also eigentlich eher Eiertanz schon sehr, sehr früh, muss ich ganz ehrlich sagen, zwischen auch teilweise grün und schon integral, wenn ich es so im Nachhinein dann schaue. Mhm. Ja. Weil ich tatsächlich schon als ich aus Weißrussland zurückgegangen bin von meinem orthodoxen quasi Studium, hatte ich doch schon sehr stark viel paradoxes Denken, also eingesaugt durch Religionsphilosophen, die mir das so klar gemacht haben irgendwie, dass das einfach, ja, dass die Wahrheit schlussendlich paradox ist
Und ich bin dann damit bei meinen Kommilitonen zum großen Teil irgendwie auf völliges Missverständnis gestoßen. Also ich konnte das auch nicht richtig erklären. Ich will das jetzt denen gar nicht anlasten, aber ich hatte damals ja auch noch keine Worte und Begriffe dafür. Hm. Ich habe einfach nur so intuitiv irgendwas gespürt. Also es war noch eher so auf einer Ahnungsebene, als eher so schon richtig reflektiert oder so. Das kam dann wirklich erst durch Gott 9.0 und die anderen Folgewerke, die ich darauf dann gelesen habe von Wilber und so. Aber tatsächlich war es hauptsächlich schon grün und integral, weil grün war dann für mich auch schon ganz wichtig geworden. Also ich war in der ökumenischen Bewegung eine Zeit lang sehr, sehr aktiv. Und in der ökumenischen Bewegung, in unseren Kirchen, ist ja schon immerhin interkonfessionell und auch sehr politisch. Also und das war was mich eigentlich dann schon sehr fasziniert hat, wo ich auch gemerkt habe, ja, das geht zumindest mal über all diese blöden Schauplätze zwischen, wie du es ja sagst, Orange und Blau hinaus. Also so dieses, verstehe ich jetzt die Bibel total wortwörtlich? Also es gab ja oft dann nur diese Streitereien irgendwie drum, ob, wenn ich sie jetzt wortwörtlich verstehe, zum Beispiel, dann wir auch die Todesstrafe befürworten müssen oder nicht und so Sachen. Ja, und dann hat man sich immer über so Sachen irgendwie gezankt, aber das war immer alles nur so völlig rationale Auseinandersetzungen. Der eine hat recht oder nicht und man hat sich halt irgendwie die Köpfe sozusagen eingerannt. Das war so meine Erfahrung im Studium und das fand ich manchmal sehr anstrengend, weil ich gedacht habe, irgendwie könnte man sich doch auf eine andere Art und Weise miteinander verbinden. Also schlussendlich glaubt man ja irgendwie vielleicht nicht unbedingt dasselbe, aber man fühlt sich irgendwie verbunden mit Jesus, ja, oder mit der Idee oder mit manchen Ideen von Jesus. Zum Beispiel was Gewaltlosigkeit angeht, Feindesliebe und so. Und das fand ich jetzt im sag ich mal, grün geprägten oder Umfeld irgendwie toll, weil das waren wenigstens Leute, die angefangen haben, aus ihren ganzen Ideen so ein bisschen rauszufinden und mal so ins Tun zu kommen. Und ob das dann immer so glücklich ist, was die dann so machen, ist natürlich die andere Frage. Aber wenigstens war das so ein ganz starkes Bewusstsein schon da irgendwie für diese auch diese transformative Wirkung des Glaubens, würde ich schon sagen. Also so, es kann tatsächlich der Glaube Berge versetzen. Also so Dinge wie, was weiß ich, die Sklavenbefreiung vor so und so vielen Jahren und heute eben, also ökumenische Bewegung fängt ja an mit dem Kampf gegen die Apartheid, also da wurde das ja ganz stark auch groß, der Ökumenische Rat der Kirchen, und heute natürlich auch so politische Themen wie Benachteiligung bis heute der Schwarzen in der Gesellschaft, Klimawandel und so weiter, also gerade auch Klimawandel, da wurden eben schon diese ganzen Begriffe von Transformation auch ständig gewälzt. Also Grün ist da offen für Transformation und da, wo Blau halt eben ein Kehrt um zu den Regeln und zu Wohlverhalten aussieht, da ist das praktisch ein Vorwärtsgehen dann eher für Grün. Das Grüne, das möchte ich vielleicht noch ergänzen, also das Grüne ist eben tatsächlich in meiner Wahrnehmung, also wirklich, man merkt es, es ist sehr kollektiv orientiert, also wir transformieren uns kollektiv, also wir ändern zum Beispiel unser System, wir ändern unser kollektives Verhalten, also zum Beispiel immer so diese Rede von dem nachhaltigen Konsum und so, das ist halt alles sehr wir geprägt. Und da ist ganz selten eigentlich die Rede davon, dass der Einzelne irgendwie auch sich transformiert, also zwingenderweise, wenn er auf so einen Weg geht. Und das ist so ein Thema, was da auch noch so eher so am Rande war, häufig, hattest du das Gefühl. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Als so zentrische Ebene ist Grün ja auch wirklich daran interessiert, dass die gesamte Menschheit vorangeht und dass sie ihre Werte dann auch weitergeben können in der Gruppe. Das ist mit der Soziozentrik und der Egozentrik, das finde ich schon sehr, sehr spannend, weil man es eben auch aus der Sprache der Menschen heraushören kann, wenn dann jemand sagt, ja, wir haben das und das gemacht und wir haben das und das gemacht, dann ist das ganz klar, im Gegensatz zum Egozentriker, der sagt, ja, und dann habe ich den Wettbewerb gewonnen und dann habe ich dann die Boni bekommen als Banker oder bei Gelb, wo dann jemand eher philosophische Gedanken wälzt und im System denkt. Das finde ich auch spannend. Und was ich so immer sehr spannend auch finde, ist, wenn man dann Menschen begegnet, die
gelb sind, das aber gar nicht richtig verstanden haben, oder nicht gelb sind, die sind ja keine Seinszustände, sondern es sind ja Werteebenen, um da mal den korrekten Sprachgebrauch zu benutzen, sonst haben wir dann unten im Chat sofort wieder die Hinweise darauf, wenn das hier diskutiert wird. Ja, ja. Aber es ändert sich ja auch wirklich, also man weiß es ja aus eigener Erfahrung, es ändert sich ja je nach Tagesform, je nach irgendwie Lebensabschnitt nochmal, wo man auch den Schwerpunkt hat. Also, genau. Und, ja. Also Ken Wilber selber schreibt ja immer noch, die allermeisten, die sozusagen integral denken, ja, denken halt integral, aber leben halt noch nicht integral. Also ja. Dieser winzige, quasi, sage ich mal, Zirkel, der sich jetzt um den großen integralen Philosophen bald, ja, selbst der wird ja noch, also von ihm selbst so beurteilt, dass er sagt, ja, man ist eben doch noch sehr, sehr viel im Kopf und dieses ganze gelbe Handeln und wirklich fühlen und so, das fällt auch schwer, wenn das noch so wenig Menschen sind, ja, klar. Zu praktizieren. Das ist ja auch wirklich die Herausforderung. Es ist ja dann ein starkes Bedürfnis, auch da, selbst wenn jemand in Second Tier drin ist, würde ja gerne zu einer Gruppe dazugehören oder sich austauschen zumindest. Und da gibt es dann halt eben nur wenige. Und bei Türkis wird es dann ja noch dünner. Ja, da findest du ja ganz selten jemanden, der so unterwegs ist. Das ist dann ja schon ein echtes Geschenk, wenn man mit jemandem spricht, der Energien wahrnehmen kann, der sich einfühlen kann, der eben auch in der Lage ist, diesen Wahrnehmungswechsel zu machen und zu sagen, okay, wie geht es meinem Gegenüber denn jetzt, wenn ich der Gegenüber wäre, was wäre mir jetzt gerade wichtig, was ja für Problemlösungen einfach immanent wichtig ist. Mhm. Da gibt es halt eben wenige und die halten sich dann auch ganz gerne bedeckt, weil von das Gräfle-Gesetz dann natürlich auch dazu trifft. Das fand ich sehr spannend, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Da hat er gesagt, dass das Tragische an der Geschichte ist, dass halt eben die Lösungen von der höheren Ebene, von der darunterliegenden Ebene nicht nur abgelehnt werden, sondern auch bekämpft werden. Mhm, ja, ja. Ja, oder wie Gerd Arnold so schön geschrieben hat, ja, oben die Idioten, unten die Deppen. So, und das passte dann eben. Und das wäre für mich dann so ein Anspruch eigentlich an die integrale Szene. Die müssten das erkennen, ja, dass sie genau wissen, wie diese Ablehnung ausschaut. Dass sie sagen, okay, diese Lösung, die ich jetzt vorgeschlagen bekomme, die fühlt sich jetzt total blöd an. Ist das dann aber nicht die Lösung, die ich brauche? Und das wäre noch eine Bitte, die ich wirklich an alle Integralen hätte. Leute, wenn ihr auf sowas stoßt, nicht sofort verurteilen. Ich sammle Bibelsprüche hier auf meinem Smartphone. Da gibt es auch einen über das Verurteilen. Verurteile nicht, dann wirst du auch selber nicht verurteilt, fand ich genial. So, und das wäre vielleicht auch ein Punkt, den man als Integraler oder Integrale dann beherzigen sollte, um einfach auf diesem Weg dann auch die ganze Spirale zu sehen. Denn das ist ja eigentlich etwas, was ein Integraler, weil ein Integraler mit der Muttermilch aufgesogen haben müsste, dass es diese Level gibt, dass die Level sich gegenseitig auch mal gerne bekämpfen und ablehnen. Da müsste man ja eigentlich immer offen sein. Oder wie siehst du das? Ist das zu viel jetzt, was ich da verlange? Ja, es ist eigentlich, es gilt ja als der grundlegendes Merkmal, ne, von diesem Level, dass dann halt plötzlich aufgeht, dass eines der größten Probleme darin liegt, dass jede Ebene sozusagen oder jedes Wertesystem sich so ausschließlich sieht. Also so und eben gar nicht sieht, dass es eben noch andere Wertesysteme gibt, die durchaus auch ihre Berechtigung haben. Also bei Grave ist das ja wirklich so sehr biologisch interpretiert, so als Anpassungsfähigkeit. Aber das finde ich eigentlich ganz einleuchtend. Ne? Also der Mensch ist eben auch in der Hinsicht irgendwie noch ein Tier. Also er passt sich eben seiner Umgebung an. Jetzt vielleicht nicht durch sein Haarkleid oder so, aber halt durch andere Art und Weisen und zum Beispiel halt durch das Denken. Also wenn ich halt in einer gewissen Kultur aufwachse und da überleben will zunächst und später vielleicht mich selbst verwirklichen, also je nachdem, was die Kultur mir auch bieten kann, dann ist es irgendwie auch logisch, dass ich mich dementsprechend dann eben auch entwickle oder verhalte und mich irgendwie anpasse halt. Ja.
Und insofern finde ich, was ich an dem Modell insgesamt eigentlich als das Allerwichtigste finde, ist jetzt eben nicht, was ja immer wieder vorgeworfen wird, du wirfst irgendwie Leute dann in Schubladen, ja, das wird dann alles so eingeteilt in Kategorien und das darf man ja nicht und so. Nein, ich sehe das eigentlich genau umgekehrt. Also ich glaube, dass diese ganzen Kategorisierungen und auch Typisierung übrigens, also diese ganzen Einteilungen im Charakter zum Beispiel, auch das spielt ja in der integralen Theorie schon eine Rolle. Und mir geht immer mehr auf in letzter Zeit, dass ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass es Akzeptanz schafft und damit auch irgendwie mehr Liebe. Ja, also ich kann Menschen, die ich früher einfach nur, wie du es vorhin meintest, verurteilt hätte, also auch wenn ich es nicht gewollt hätte, ich hätte natürlich damals auch schwer blau so gesagt, nein, aber Jesus hat doch gesagt, du darfst nicht verurteilen, aber ich hätte es halt trotzdem gemacht irgendwie, weil ich hätte es ja gar nicht anders gekonnt, weil ich kann ja nichts nicht verurteilen, wenn ich überhaupt nicht verstehe, warum jemand so tickt. Also dann, es gibt ja manchmal andere Leute, da flippt man ja quasi aus, wenn einem die Werkzeuge fehlen, ja. So weit zu gehen, dass man einfach versteht, dass der andere so und so anders geworden sein kann. Und da hilft ja dieses Modell einfach unglaublich, auch ruhiger zu werden irgendwie, nicht mehr zu verzweifeln, auch nicht mehr zum Beispiel sagen zu müssen, die Menschheit, ja, also die Menschheit, das finde ich so wohltuend, dass irgendwie plötzlich merkt man ja, es sind halt viele Menschen, es sind halt viele verschiedene Leute unterwegs und jeder lebt so in seiner irgendwie Welt so ein bisschen und die Probleme liegen eben sehr viel komplexer als der Mensch ist irgendwie böse und am besten wäre es, wenn der sowieso bald wieder aussterben würde durch den Klimawandel, geht es dem Planeten Erde wieder gut und so. Das ist irgendwie, also was ja manche, sag ich mal, ökologisch orientierte Leute jetzt immer wieder von sich geben. Ja, da gibt es ja auch ganz viele Studien, die eigentlich dagegen sprechen, zum einen, dass die Geburtenraten deutlich abnehmen werden, sind ja jetzt schon dabei, auch in Afrika, auch in China, ja, ein Riesenproblem damit haben, dass sie aufgrund ihres patriarchalischen Systems halt eben massenweise Mädchen abtreiben, was ich absolut unsäglich finde als Vater von drei Töchtern. Aber auf der anderen Seite sorgt es dann halt eben dafür, dass sie den Wert von Frauen zu schätzen wissen in Zukunft. Wenn keine mehr da sind, dann weiß man erstmal, was man angerichtet hat. Und bin ich dann. Vielleicht hilft der Einwand von dir jetzt auch so ein bisschen, das nicht ganz so, soll ich sagen, also man kann es ja auch so mit der rosa-roten Brille das alles angucken und oh, ist ja alles so schön, alles entwickelt sich, aber natürlich weiß man, Entwicklung ist eigentlich auch oft ein sehr, sehr grausamer Prozess, also ja, sowohl kollektiv als auch persönlich. Also das ist, und um bei den Chinesen zu bleiben, da schafft altes Leid hat eben neues Leid. Und die kommen aus Zeiten, wo sie Hungersnöte hatten, wo die Familie überleben sollte, wo Familien Kinder getauscht haben, die dann gegenseitig aufgegessen wurden. Also es gab auch Kannibalismus in dieser Kultur, um einfach nicht zu verhungern. Also das sind so ganz tief liegende Traumata, die es in anderen Kulturen gibt, so wie in unseren Kulturen auch. Und da sind wir dann bei der Schattenarbeit, was ich auch sehr spannend finde. Da hattest du auch was in einem Blog geschrieben gehabt, immer als Überschrift ist genommen. Und ich denke, ich weiß jetzt nicht, ob Christus das auch gemacht hat, gesagt hat, altes Leid schafft neues Leid. Und der eigene Schmerz und das eigene Leid schafft eben immer wieder neues Leiden. Und der erste Schritt für mich auch als Coach ist es eigentlich immer, das alte Leiden zu beenden und den alten Schmerz aufzulösen. Damit dann aber nicht etwas Neues draufkommt, ist es eben wichtig auch, Möglichkeiten zu haben, Fähigkeiten zu haben, Techniken zu haben, mit denen ich verhindern kann, dass wieder neuer Schmerz obendrauf gepackt wird. Ja, und für mich ist dann dieses Buch Gott 9.0 auch ein Teil dieser Schmerzverhinderung und der Schmerzbewältigung, weil ich einfach verstehen kann, ja, okay, warum habe ich mich denn mit 25 mit meinem Vater gestritten? Ich wollte nur Grünpflanzen vorm Fenster, er wollte Gardinen. Und dann haben wir beide uns heftig in die Flicken gekriegt. Alle deine Nachbarn haben auch Gardinen. Meine Nachbarn interessieren mich nicht. Okay, dann haben wir beide einen schönen Wertekonflikt zwischen Blau und Orange. So, das heißt, da kann man im Nachhinein über viele Dinge auch lachen. Und das hast du vorhin ja auch so schön gesagt. Man kann einfach viel liebevoller mit vielen Menschen dann umgehen. Also es leistet einen wesentlichen Beitrag eben zur Schattenarbeit auch dieses Buch.
für mich. Und das ist etwas, was es dann halt eben auch so wichtig macht. Du leitest ja auch eine V-Space-Gruppe. Ich bin ja auch mit dabei. Ich finde diese V-Space-Gruppe auch sehr schön. Finde auch diesen intuitiven Zugang in einer Gemeinschaft sehr schön. Das gefällt mir auch sehr gut. Du hast sie auch irgendwo hier mitgebracht. Das hatte ich jetzt vergessen. Wo hattest du diesen Gedanken der V-Space-Gruppe her? Du hast selber mal an einer teilgenommen, hast du erzählt. Ja, genau. Also momentan ist ja so, also ist ja keine Leitung, sondern wir begleiten euch ja gerade nur so. Also ist ja nur so ein bisschen Geburtshelfer. Und genauso gibt es eben in den USA einen Geburtshelfer und die haben auch diese Idee schlussendlich entwickelt. Also die Idee geht eigentlich zurück auf Paul Smith und dessen Freund Luke Healy. Also die zwei haben das in den USA entwickelt und haben eigentlich erst vor 2 Jahren ein Netzwerk ins Leben gerufen, wo sie eben versuchen, weltweit eigentlich, aber vor allen Dingen mit Schwerpunkt natürlich USA, diese neue Praxis bekannt zu machen und zu verbreiten. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass sie sich mit dieser Praxis ganz stark auf den alleraktuellsten eigentlich Wilbur beziehen. Das wurde mir erst vor kurzem so richtig klar, aber Wilbur empfiehlt eben in seinem für die Religion jetzt wesentlichsten letzten Werk, Religion of Tomorrow, da empfiehlt er ja ganz viel Wie-Praktiken, also Wir-Methoden sozusagen. Und ich finde es deswegen so spannend, weil wir hatten schon im Vikariat tatsächlich nämlich auch eine einzige Wir-Praxis mal eingeübt, dieses Circlen. Ich weiß nicht, ob das was sagt, dieses, man sitzt in so einem Kreis und dann gibt es so bestimmte Regeln, wie man sich unterhält und so. Also das ist so im Kommen. Also das ist tatsächlich mittlerweile sogar, also muss ich echt sagen, sogar bei unserer Ausbildung angekommen. Was dieses V-Space jetzt nochmal vielleicht besonders macht oder was ich daran halt auch faszinierend finde, ist, dass das eben beides verbindet. Es ist eine Wir-Praxis und es ist eben gleichzeitig aber Meditation. Und sehr viele Leute verbinden ja heutzutage immer noch, wenn man jetzt von Meditation spricht, den einsamen Mensch, der sich irgendwo in sein Zimmer zurückzieht und dann irgendwie den Schneidersitz einnimmt und still wird. Und dass man das eben auch zusammen machen kann und sich darüber auch durchaus zusammen austauschen über das, was man dann während der Meditation erlebt, das ist für mich auch noch relativ neu, aber sehr faszinierend. Die haben natürlich auch ein sehr hehres Ziel. Sie sagen halt, die Menschheit steht jetzt an einer Situation sozusagen, an der Schwelle und es wäre halt wichtig, dass zumindest ein Prozentsatz der Menschen solche Erfahrungen schon mal gemacht haben, was alles so möglich wäre, wenn die Menschheit vielleicht insgesamt etwas reifer wäre. Ja, das ist so eher visionär, aber das finde ich. Ja, ich denke, das ist eine schöne Geschichte. Ich finde, das greift natürlich auch diesen grünen Gedanken der Gemeinschaft auf. Also das ist eine sehr grüne Technik für mich dann auch. Und das macht sie weder besser noch schlechter, sondern es ermöglicht halt eben, Gott 9.0 ist ja auch die Wilbur-Combs-Matrix aufgeführt. Das heißt, ich kann ja auf allen Werteebenen auch entsprechende mystische Erfahrungen machen. Das ermöglicht dann halt eben natürlich in der Gruppe nach den Bedürfnissen auch diese mystischen Erfahrungen dann zu machen oder weiter voranzugehen, wobei ist für mich ein sowohl als auch. Das heißt, auf der einen Seite ist es schön, so einer Gruppe natürlich anzugehören, auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, persönlich weiterzugehen. Mhm. Für mich sind die Religionen so wie große alte Schiffe, ich glaube, Frau Robert hat das auch mal gebracht im Vergleich, die so langsam zerfallen, so der Kapitän hat eigentlich die Kurskarte verloren nach einem großen Sturm und irgendwann kommt man aber in Landnähe und da muss man auch mal abspringen ans Ufer, laufen, ans Ufer schwimmen und dann den Fluss selbst hinauflaufen. Denn es geht ja um die eigene Transformation auch und die ist ja immer sehr individuell. Denn es ist ja das Leben jedes einzelnen Menschen, jedes einzelnen Mannes, jeder einzelnen Frau, das zählt und das transformiert werden muss. Das heißt, ich kann meiner Ansicht nach so etwas gut mit benutzen, werde dann aber irgendwann auch weitergehen. Und das ist ja beides nützlich. Mhm. Das fand ich dann auch ganz schön und darum habe ich dann auch mitgemacht, weil ich nach einer Zeit, wo ich wirklich ganz intensiv auch
jegliche Gruppenzugehörigkeit, schon gar nicht nach den Integralen, als ich mal mich despektierlich über eine integrale Gruppe geäußert habe und gesagt habe, Leute, was ihr hier macht, ihr ringt um die richtigen Regeln, ihr seid jetzt eigentlich auf dem Down-Level. Da bin ich rausgeflogen, das fand ich dann nett. Und Gruppen haben ihre eigenen Energien, Ideen, aber ja, auch wie diese Gruppe im Wirbel herum, was kann man auch spüren, egal wo man ist. Und die Frage ist halt eben, möchte ich von so einem Feld mit vereinnahmt werden oder reicht es, das einfach mal zu spüren, hineinzufühlen und zu sagen, okay, das ist jetzt diese Gruppenenergie, auf welchem Stand sind die denn jetzt auch in ihrer Entwicklung, möchte ich überhaupt dabei sein, passt das jetzt zu mir? Ja, dieses Einfühlen, in Kontakt treten, dazu brauche ich, muss ich eigentlich nicht mit dazugehören, das kann ich auch so, indem ich mir einfach ein Bild anschaue auf meine Handbilder. Das reicht dann auch. Und dann weiß ich auch, ob ich das möchte oder nicht. Und bei dir fand ich das so nett und dem Turm Schönknecht, der ja auch mit Geburtshelfer ist bei dieser Gruppe. Das fand ich sehr, sehr positiv. Das hat Spaß gemacht. Darum bin ich da gerne mit dabei in dieser V-Space-Gruppe. Und finde auch die Leute sehr nett. Das macht auch Spaß, mit denen zusammen zu sein. Insofern schauen wir mal, was sich da noch Schönes weiter ergibt. Ja, ich möchte an der Stelle einfach noch auch was bekannt geben quasi, wenn ich das jetzt über den Kanal auch noch kann, ist das auch gut. Ja, es gibt ja eine neue Entwicklung sozusagen, die jetzt auch ganz gut sich, ich würde mal sagen, es ergänzt sich zumindest ganz gut zu dem Buch jetzt. Maren Küssmacher zum Beispiel ist ja schon sehr lange einfach mit Seminaren auch unterwegs, deutschlandweit und so, auch um das einfach bekannt zu machen. Und schlussendlich ist es ja aber trotzdem so, dass es noch sehr, sehr viele Menschen gibt einfach, die dieses Buch vielleicht gelesen haben oder die womöglich noch andere Bücher dazu gelesen haben und die sich aber trotzdem etwas alleine, sage ich mal, irgendwie fühlen einfach noch in ihrem Denken und in ihrem Glauben und so. Und mich haben auch im Zusammenhang meines Blogs eben häufig Leute kontaktiert und gefragt oder einfach dieses Bedürfnis geäußert, dass sie sich gern irgendwie mit anderen Leuten verbinden würden. Und es hat sich nun in diesem Jahr die Entwicklung ergeben, dass wir Mitte des Jahres jetzt, also noch ganz frisch, eine Online-Plattform gegründet haben. Und wir haben tatsächlich auch als Gründungsmitglieder die Marion Küstenmacher und den Tillmann Haberer, also quasi die Autoren dieses Buches, gewinnen können, mit zu unserer Plattform dazuzukommen. Sie waren auch bei den ersten Gesprächen mit dabei und haben sich einfach gefreut, dass wir das angefangen haben. Wir wissen auch noch nicht so genau, was daraus wird, da wir ja uns auf die, auf den flexiblen Flow sozusagen jetzt verlassen. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle einfach ganz herzlich einladen. Es geht vor allen Dingen darum, dass wir gemeinsam sowohl uns austauschen intellektuell, sage ich jetzt mal, also zum Beispiel über das Buch, also Lesegruppen zum Beispiel gründen zu allen möglichen Büchern, muss jetzt nicht Gott 9.0 sein, kann auch was anderes sein, also zum Beispiel auch Maren Küssmachers zweites Buch, Integrales Christentum. Aber es geht vor allen Dingen auch darum, sich wiederum zusammenzuschließen zu Dingen, die vielleicht etwas tiefer gehen oder die auch dann irgendwie geartete Praxis einschließen. Also zum Beispiel, dass wir zusammen, wir haben uns jetzt zum Thema Schattenarbeit getroffen, gestern erst und drüber gesprochen einfach mal. Es gibt andere Gruppen, wo jetzt zum Beispiel, du bist jetzt in der V-Space-Gruppe, es gibt andere, wo gemeinsam einfach gebetet wird oder wo man sich darüber austauschen kann, welche Gebetsform einem besonders irgendwie gefällt und warum man der nachgeht. Also es ist schlussendlich momentan noch so, dass wir einfach sehr viele Leute sind, die Lust darauf haben, gemeinsam was auszuprobieren. Und das Wichtigste ist, dass sozusagen die Person, die dann auch dazukommt, einfach bereit ist, sich in irgendeiner Form einzubringen, und sei es einfach als Teilnehmer, einfach jemand, der Lust hat, sozusagen, also deswegen herzliche Einladung, jeder, der Lust hat, sich wirklich richtig mal für eine Zeit lang zumindest verbindlich auf so einen Weg einzulassen, in so einer Gruppe, wäre das doch vielleicht was Feines. Also, ja, das finde ich doch sehr gut. Wie heißt denn die Online-Plattform? Wie ist denn die Adresse? Also es gibt keine offizielle Adresse. Es ist so, dass wir beschlossen haben, dass wir, weil es eben auch verbindlich sein soll irgendwie, also nicht nur so
Ja, ich meine, du hattest im Vorfeld mal, glaube ich, die Frage gestellt zur Facebook-Gruppe Gott 9.0. Wir hatten so ein bisschen gesagt, wir definieren uns in gewisser Weise auch in Abgrenzung. Das ist jetzt vielleicht für die ein oder andere interessant. Also Gott, Facebook-Gruppe ist halt, ja, man schreibt halt irgendwas, ne, drunter, obwohl man sich ja nicht kennt und so persönlich. Und es ist doch häufig eher entweder ein intellektueller Austausch oder man, was jetzt noch schlimmer ist, ist es gar kein Austausch. Du postest halt irgendwas, was du halt wichtig findest, so. Und wir haben halt gesagt, wir hätten halt schon gerne eine Gruppe, wo wirklich Begegnung stattfindet. Also jetzt nicht unbedingt vor Ort, das ist ja auch jetzt gerade sowieso nicht möglich. Aber überhaupt wollen wir uns schon des Internets bedienen, aufgrund der vielen Vorteile. Aber trotzdem ist ja auch online eine direkte Begegnung durchaus möglich. Also wo man sich wirklich kennenlernt, wo man wirklich von seinen Problemen sich traut zu sprechen, von all dem, was man nicht versteht und so weiter. Also, dass man wichtig ist und schon, dass da auch wirklich Offenheit herrschen kann, weil man dann eben tiefer kommt und wirklich auch ja, diese Inhalte, die dieses Buch Gott 9.0 eben abstrakt drüber bringt, auch wirklich ins Leben bringt, ja, in irgendeiner Form. Und deshalb ist es bei uns jetzt so, dass wir gesagt haben, wir machen nicht einfach eine offizielle Internetadresse oder irgendwas, sondern wir machen das derzeit über die völlig das kostenlose Tool Slack. Darauf hat mich der Bernhard Prossert gebracht, der quasi auch noch wesentlich zur Gründung dieses Netzwerkes beigetragen hat, aus Graz. Den kennt vielleicht auch der ein oder andere, der jetzt zuschaut. Und wir haben uns gedacht, wichtig ist uns, dass wir jetzt als feste Gruppe mal anfangen und dann ab und zu gewissen Zeitabständen machen wir die Pforten wieder auf und laden neue Leute ein, aber eben immer nur über andere Leute. Also es ist eher so ein bisschen, wenn man sich schon kennt. Das klingt jetzt so ein bisschen fast schon wie Klüngel, aber nein, es ist natürlich jeder willkommen, so ist es nicht. Aber wir wollen einfach sicherstellen in gewisser Weise, dass diejenigen, die kommen, es auch wirklich ernst meinen. Also, dass die wirklich das Interesse haben, einen spirituellen Weg auch zu gehen, gemeinsam, und sich darauf wirklich einzulassen, als ganze Person. Das ist so der Plan. Genau. Also wer darauf Lust hat, der ist wirklich herzlich eingeladen. Wir wollen auch niemanden ausschließen oder so. Das ist nicht die Intention dessen. Okay. Das heißt dann eine PN an dich oder an Genau, also derzeit findet man sozusagen kurze Ankündigung auf meinem Blog. Da gibt es einen Menüpunkt Mitmachen, da kommt man drauf, dann kann man da so ein paar Worte noch von mir lesen zur Plattform. Vielleicht schreibe ich da auch noch irgendwann mal ein bisschen mehr dazu. Aber gern wirklich an mich persönlich mit Nachricht oder eben an Bernhard Prossert oder an jedes andere Mitglied, von dem man eben weiß, dass schon Mitglied ist. Ja, wir hoffen, dass sich das dann halt über Hörensagen irgendwie nach und nach auch verbreitet, dass die Leute dann irgendwann davon wissen, dass es das gibt und dass dann die Leute, die wirklich darauf auch Lust haben, dann auch zu uns finden können. Ja, prima. Dann wünsche ich euch sehr viel Glück dazu. Das ist ja eine wirklich gute Idee, denn das Forum ist ja auch öffentlich hier, Gott 9.0 auf Facebook, und da kann ich mir vorstellen, dass einige auch sich nicht so öffnen möchten, das zum einen, und es muss auch nicht alles in irgendwie statistischen Auswertungen fließen, sodass man dann am Ende Werbung für Kekse oder andere Dinge bekommt. Das muss ja nicht sein. Insofern finde ich das sehr schön. Ein toller Gedanke. Ich bin gespannt, Sandra, ob du mit Anfragen überflutet wirst und da dem dann überhaupt nachkommen kannst. Ich drücke euch auf alle Fälle ganz viel wünsche euch ganz viel Glück und drücke euch die Daumen, dass das eine gute Sache wird. Und ich bin auch davon überzeugt. Du bist natürlich auch ganz herzlich eingeladen. Ah, ne? Dankeschön. Habe ich die ganze Zeit auch schon drauf gehofft, dass das kommen wird. Gut. Also ab September jetzt, steht ja bald an, machen wir auch wieder die Pforten auf. Also ja, ich hatte auch schon an dich gedacht. Also, das ist sehr lieb. dieses Video hier. Das wird ja auch erst nach dem 25.10. dann online gestellt, beziehungsweise. Ja, dann bist du wirklich schon ein alter Hase. Ja, am 25. soll das hier auch das erste Video werden. Insofern passt das sehr gut. Ich werde einfach der Reihenfolge nach, wie ich die Interviews führe, wie sie kommen, das auch dann einfach posten, sodass wir hier dann auch eine gute Reihe bekommen. Was wünschst du dir denn noch von der FB-Gruppe? Gibt es irgendeinen Wunsch, den du hast? Oder allgemeine Grüße, was ich auch sehr schön finden würde. Denn da sind doch viele liebe Leute auch mit dabei. Ja, also natürlich grüße ich alle ganz herzlich, die sich das angucken. Ist ja auch ganz interessant,
Tatsächlich findet ja der Austausch über Facebook häufig so unpersönlich statt, was ich schwierig finde. Ich finde es immer schön, wenn man dann so ein Gesicht auch mal richtig kennenlernen kann. Deswegen die Idee mit den Videos ist ja ganz nett. Also finde ich wirklich schön, wenn man ein paar Gesichter dann zumindest mal, die sich doch häufiger zu Wort melden, auch was damit verbinden kann, so ein bisschen. Ja, was ich mir wirklich wünsche für die Gruppe ist tatsächlich, ja, manchmal fände ich es auch da nicht schlecht, wenn man persönlicher wäre. Also man muss jetzt nicht von sich irgendwas groß auspacken, aber manchmal finde ich es auch ganz gut, wenn man einfach, bevor man was postet, kurz vielleicht drüber schreibt, was jetzt der persönliche Bezug ist, zumindest zu dem Thema. Ja? Oder zum Beispiel, dass man einfach sagt, dass das passt zu irgendeiner Erfahrung, die ich selber schon mal gemacht habe oder so. Ja? Und dann kommt es nämlich gleich von dieser intellektuellen Ebene ein bisschen weg. Also so diesem... Wenn ich, wie, also anders im Gegensatz zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach posten würde, hier zeigt sich, keine Ahnung, das Gottesbild besonders deutlich. Das ist natürlich auch gut, solche Posts mag ich auch, die sind ja auch vor allen Dingen thematisch total passend. Aber was ich halt auch noch schön fände, häufiger wären halt nochmal so irgendwie Posts, wo man so von einer persönlichen Betroffenheit heraus sozusagen spricht. Und weniger vielleicht herumkloppen, wer jetzt schon gelb ist und wer noch grün. Weil wir hatten ja gerade das schon angesprochen, das wäre auch ganz gut in der Gruppe. Ach ja, das wäre ganz schön. Denn wir wissen ja, wer behauptet, gelb zu sein, ist meistens noch grün. Was jetzt auch wiederum zu netten Kommentaren da unten führen könnte. Das ist genau. Auch in Ordnung. da finde ich gut. Kann ich von vollem Herzen unterstützen, deine Anregung. Da würde ich mir aber wünschen, dass wir halt den Status von öffentlich auf geschlossen oder auf nicht öffentlich umstellen, dass also nicht jeder mitlesen kann. Meine Töchter lesen das dann auch immer ganz gerne mit. Und da gibt es halt eben auch Punkte, die ich früher aus meinem ehemaligen Berufsleben ungern an alle anderen verteilt hätte. So, vielleicht ist es ja noch mal eine Idee, dass wir diesen Status ändern. Das würde, denke ich, auch dazu führen, dass nochmal anderer Austausch möglich wäre. Ja. Schauen wir mal, was diese Videos alles so hervorrufen, bewegen werden. Da freue ich mich dann auch schon drauf. Ich finde es auch, was dir Vorteil hast, wenn du eine geschlossene Gruppe hast, kannst du vorher noch Fragen stellen, ne, bevor jemand eintritt. Genau. Dann einfach die schlichte Frage, hast du es gelesen? Ne? Das wäre irgendwie. Genau. Also manchmal hat man den Eindruck, ja, nochmal eine Lektüre würde nicht schaden. Das soll jetzt nicht recht gemeint sein, aber ich glaube, das wäre manchmal ganz gut. Also ich kenne das von einer anderen Gruppe, die ich selber leite. Es ist abenteuerlich, welche Leute sich manchmal in Facebook-Gruppen verirren. Man weiß dann gar nicht, was sie da gerade gegoogelt haben, Verrücktes. Naja. Ja, aber zum großen Teil finde ich es sehr spannend, mit euch unterwegs zu sein, so als Facebook-Gruppe. Und ich finde es auch total wichtig, dass es die weiterhin gibt. Ungeachtet dessen, dass wir manchmal auch völlig andere Themen zu sprechen kommen, aber ja, das ist irgendwie logisch. Es gehört eigentlich alles mit dazu. Man kann an sich immer alles sehr schön in den einzelnen Farben auch einordnen. Das ist ja das beliebte Farbenspiel. Welche Farbe könnte das denn sein? Das ist ja schon immer ein Anfang. Aber den Bezug herzustellen, wenn man irgendwas postet, das wäre schon sehr schön. Ja, das bedeutet für mich in Bezug auf das Buch. Ich glaube, das wäre schon sehr hilfreich, wenn das alle tun würden. Es geht ja halt eben auch um dieses Buch hier. Hast du noch eine wichtige Anregung? Hast du noch eine Idee? Hast du noch etwas auf dem Herzen, was du jetzt loswerden möchtest? Nö. Ansonsten schließen wir jetzt den offiziellen Teil dieses Interviews. Herzliche Grüße an alle, die zugehört haben. Ganz herzlichen Dank. Auch vor allem dir, Sandra, dass du dich auf dieses Interview eingelassen hast mit einem wildfremden Menschen wie mir. Das ist sehr schöne Geschichte. Ich freue mich, bin dir sehr dankbar und freue mich auch ganz, ganz herzlich über deine Einladung zu dieser Slide-Community und bin schon sehr neugierig. Ich bin sowieso einer der neugierigsten Menschen der Welt. Darum führen wir auch dieses Video. Ja. In dem Sinne, wünsche ich allen zu. Macht's gut. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Ciao.